So, ladies and gentlemen, dear Stavros, we are delighted to receive you here in Berlin. To assure you again that the government is fully committed for the implementation of the decisions of the 26th of October, because the timely and effective implementation of these decisions is absolutely necessary. Herr Minister, of course we are very much concerned, and of course we care very much about all the details to be implemented in the right way. For example, we are right now have started to negotiate or to discuss about the PSI, the private sector involvement, and we hope that this will be successful. Heute die Teilnahme an der Bonn-Konferenz abgesagt. Was bedeutet das für die Konferenz? Wenn es bei dieser Absage bliebe, dann wäre das ein Rückschlag. Und wir sind natürlich mit der pakistanischen Regierung im Gespräch, weil der Erfolg der Afghanistan-Konferenz ist nicht nur wichtig für Afghanistan, sondern auch für die gesamte Region, für alle Nachbarländer. Natürlich auch und insbesondere für Pakistan. Είναι αποτελεσματικός, γιατί η αντιμετώπιση. Wir verurteilen sie in aller Schärfe und mit großer Klarheit. Diese Stürmung ist völkerrechtswidrig, sie ist in keiner Weise akzeptabel und wir verurteilen diese Verletzung des Völkerrechts in aller Form und aller Schärfe. Wir stehen an der Seite Großbritanniens, solidarisch als Europäer. Iran hat die Pflicht, ausländische Einrichtungen zu schützen.